Hallo, willkommen zu einem neuen Glossybox-Video. Ich weiß, dass ich ein bisschen spät dran bin, aber egal. Ich zeige euch heute meine Glossybox aus dem August. Und ja, bei mir waren diesmal 6 Produkte drin, weil ich nicht dieses Hautpflegeset hatte, was einige, glaube ich, haben, da mit diesen 3 oder 4 Dingern drin, sondern ich habe 6 Produkte bekommen. Fangen wir mal an, und zwar das erste Produkt ist von einer Marke, deren Namen ich nicht aussprechen kann. C-Eco, ich weiß nicht, habe schon nie gehört. Ich habe hier die intensive Haarmaske bekommen. Es gab auch noch ein Shampoo, das haben auch einige bekommen. Und ja, ich habe das gestern mal ausprobiert. Ich habe mir nicht die Anleitung gelesen, das habe ich gerade erst gemacht. Und da steht nämlich, man soll das 10 Minuten einwirken lassen. Ich habe das vielleicht nur so 3 bis 4 Minuten in den Haaren. Und ich habe keinen nennenswerten Unterschied jetzt zu anderen Sachen festgestellt. Also ich glaube, das ist bestimmt vielleicht so eine Friseurmarke. Ich bin mir nicht genau sicher. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr irgendwie erhofft. Also es ist nicht besser als mein Ghoul oder als mein Pantene Pro-V oder so. Da sind nämlich auch Silikone drin. Ich benutze Haarmasken mit Silikonen, weil meine Haare sind richtig am Sack hier unten. Ich müsste die einfach mal abschneiden, aber irgendwie mag ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich fand's okay, es ist ganz nett zum Ausprobieren. Egal welches Shampoo oder welche Spülung ich benutze, der Effekt ist meistens gleich. Oder welche Kur. Ich lasse jetzt die Spülung weg. Ich bin nicht so ein guter Haar-Shampoo-Tester. Also wenn ihr mich fragt, ja, dieses Shampoo, ich weiß nicht, dann sage ich halt immer nur, das macht halt die Haare sauber. Also mir ist wichtig, dass ein Shampoo die Haare nicht verklebt, dass sie schon Volumen haben, aber ich weiß nicht, nur von einem Shampoo bekomme ich kein gutes Volumen, da brauche ich immer mein Haarspray für oder irgendwelches Filmspray und ja, ich hole mir einfach ein Shampoo, was die Haare sauber macht. Und ich wollte da nochmal ein Review zu diesem Go Blonder Shampoo machen, das kommt aber noch bald. So, dann haben wir 2 Mascaras, beide von L'Oreal, und zwar einmal zum Wimperntuschen und eine Base. Und die zeige ich euch gerade mal, die Base. Das ist nicht so eine normale, wo einfach so weiße Masse ist, sondern, ich hoffe, man erkennt es, da sind so ganz kleine Haare. Und ich wollte mir auch mal so ein Wimpernverlängerungszeug holen, was auch so ganz viele kleine Haare hat. Aber ich habe die jetzt mal ausprobiert und ich war ziemlich enttäuscht, weil es, ich weiß nicht, die Wimpern werden zwar irgendwie länger, aber ich bin eher ein Freund von dichten Wimpern. Ich will Volumen haben, ich will richtig Ausdrucksstärke haben. Ich brauche da nicht so lange, ich will eher dichtere Wimpern haben und dafür ist sie halt nichts. Also die Wimpern werden länger schon, aber irgendwie halt definierte bzw. Klumpen vielleicht auch so ein bisschen und das ist gar nicht so schön, das mag ich nicht. Und dann haben wir hier die Studio Secrets Professional 90 Grad Easy Mascara, so. Und wenn ihr euch fragt, was das ist, man zieht die so raus und dann, noch ein Stück, und dann kann man die so rumbiegen. So. Und da habt ihr halt dann hier eure Mascara-Bürste und dann könnt ihr so tuschen, also so. Und ich verstehe jetzt gerade nicht, wo genau der Sinn dahinter ist. Also ob ich so tusche oder halt so, da finde ich das eher noch unbequemer, ehrlich gesagt. Also das Ergebnis ist okay, sie hält ganz gut, was mir aufgefallen ist. Also wenn ich sie morgens auftrage, habe ich mittags keine Panda-Augen oder so. Aber sie macht nicht so das Volumen, weil die, ich mag halt eher so große Bürsten. Die ist halt, das ist eine sehr durchschnittliche Bürste und ich glaube, die kostet über 10 Euro. Also ich würde sie mir nicht kaufen, das andere würde ich mir auch nicht kaufen. Die Maske würde ich mir auch nicht nachkaufen. Also, nee. So, dann haben wir hier eine Feile. Da habe ich auch schon mal was drüber gehört. Die ist von Manoir Crystal bei Tana. Das ist so eine Polierfeile. Ich zeige euch die gerade mal. Die hat hier 2 Seiten. Also das ist die erste Seite, um halt so grob die Rillen abzufallen. Dann noch so eine Polierfeile. Und sie funktioniert. Also ich habe sie getestet auf den Fingern, aber jetzt habe ich Nagellack halt drauf. Das ist mir jetzt leider nicht mehr. Aber es gibt die auch von Essence und es gibt die auch von P2 und die haben mehr als 2 Seiten. Und ich finde, so
wenn man drei Seiten hat, also eine grob zum Abschleifen, eine ein bisschen weniger starke und dann halt auf diese Polierseite, dass es schöner wird. Weil wenn ihr euch damit die Nägel poliert, dann kriegt ihr mit dem ersten Schritt zwar Rillen weg, aber nicht alle. Und wenn ihr dann poliert, sieht man immer noch so ein paar Rillen. Wenn ihr so mehr Seiten habt, dann klar, der Nagel ist dann mehr abgeschliffen, aber es ist einfach glatt. Und ich finde das, ich habe das früher sehr, sehr oft gemacht. Ich weiß jetzt, letzter Zeit habe ich meine Nägel ein bisschen vernachlässigt, aber früher, ich habe die sehr, sehr oft poliert mit diesen Pfeilen. Ich habe auch einige ausprobiert und ich finde das Ergebnis wirklich toll. Es ist halt zwar so, wenn man einmal Wasser drüber laufen lässt, dann ist es schon wieder ein bisschen weg, aber es ist einfach so, man sieht keine Rillen mehr und es ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis und ich finde die nicht gut genug. Also auch wenn es jetzt wahrscheinlich eine gute Marke ist, die vielleicht ein bisschen teurer ist. Ich kann euch ja mal alle Preise da unten dann reinschreiben, die Full Size, oder ich verlinke euch den Link von den Glossybox Produkten, das könnt ihr ja auch auf der Homepage nachschauen, wie groß, wie viel die Originalgrößen kosten. Und ja, ich finde es ganz cool, weil ich habe im Moment nicht mehr so eine Pfeile, also zum Ausprobieren, falls man noch nie die Nägel poliert hat, ist es sicher ganz cool, wenn man es in der Glossybox hat. Aber ich würde es mir auch nicht kaufen. Das ist kein Nachkaufprodukt für mich. Da würde ich mir eher eine von Essence oder P2 kaufen. Ich weiß gar nicht, welche das war, aber die hat so mehrere Seiten. So, dann habe ich hier von Veleda eine Wildrosen-Lingster-Creme im Nachtpflege. Veleda ist ja ganz cool, aber ich mag diesen Wildrosenduft nicht. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so, ich mag ihn schon, wenn ich ihn rieche an Rosen und so, aber ich mag diesen Geruch in Cremes nach Rosen nicht so gern, deshalb werde ich das wahrscheinlich weiter verschenken. Vielleicht an meiner Mutter oder Oma oder so. Hier steht auch, also dass diese reichhaltige Pflege regeneriert den Hautschutzmantel über Nacht und sorgt für ein natürliches Strahlen ihrer Haut. Also ich denke, es ist auch eher für ältere Haut geeignet. Ja. Und dann habe ich hier noch ein Produkt. Das ist ein Schimmeröl von Nuque. Keine Ahnung, die mag es Französisch und ich habe ein grottiges Französisch. Das ist ohne Silikone. Das ist einfach ein Hautöl, was so schimmert. Ich zeige euch das mal. Das ist schon mal, was ich nicht gut finde. Man muss es hier so rausschütten. Das ist natürlich für ungeschickte Leute nicht so gut. So, es hat geklappt. Ich verreibe es mal. So sieht es aus. Ich finde den Effekt richtig gut eigentlich. Also wenn man sich dann mit die Beine einreibt oder so, es schimmert schön. Aber das Öl zieht halt nicht ein und dann ist es total unpraktisch. Ich meine, dann hat man hier so ölige Beine und kann an nichts drankommen, an kein Kleidungsstück oder so, das halt dann nichts abfärbt. Also außer man verreibt es jetzt hier so ganz stark, dann geht es wieder, aber dann ist gerade fast kein Schimmer mehr da. Also ich weiß nicht, wenn man halt nur so einen ganz leichten Schimmer haben will, dann ist es okay. Aber wenn man einen stärkeren Schimmer haben möchte, dann ist das Produkt nichts. Weil das müsste dann halt ein bisschen dicker aufgetragen werden. Das ist sehr, sehr ölig. Aber ich denke, dass ich es benutzen werde. Gerade vielleicht im Sommer, wenn wieder Sommer werden wird. Aber ich glaube eher, dass jetzt der Herbst ziemlich penetrant da ist. Nächsten Sommer vielleicht oder halt, wenn ich tanzen gehe oder irgendwie sowas auf die Beine, weil es pflegt schön und es hinterlässt so einen ganz feinen Schimmer. Aber jetzt wirklich einen richtig intensiven Schimmer macht das nicht. Also wenn ihr so wirklich so vielleicht auf dem Schlüsselbein oder so wirklich so Schimmer haben wollt, dafür ist es nichts. Es ist eher so ein Pflegeöl, was so einen leichten Schimmer hinterlässt, auch wenn es sehr, sehr stark aussieht. Dadurch, dass es halt so verreibt werden muss, ist der Schimmer dann auch sehr, sehr verteilt. Aber es steht auch in der Anleitung, dass man es auch für die Haare benutzen könnte, als Haaröl. Werde ich vielleicht auch mal ausprobieren, aber da bin ich jetzt so ein bisschen skeptisch, was das angeht. So, das waren meine 5 Plus-Produkte. Ich fand die Glossybox diesen Monat okay. Also
mit den Wimperntuschen fand ich jetzt mal ganz cool, die zu testen. Ich mag Wimperntuschen testen, also ich bin immer noch auf der Suche. Ich finde die Colossal Mascara von Maybelline, ja, diese gelbe, ganz gut. Aber ich bin immer noch ganz zufrieden. Wimpernbase hat mich auch mal interessiert mit den Haaren, ist für mich durchgefallen, ganz klar. 90 Grad Mascara, wer es braucht, ich brauch's nicht. Die Haarmaske werde ich nochmal 10 Minuten einwirken lassen, das war vielleicht ein bisschen doof von mir jetzt. Ich finde es an sich zum Probieren, die Glossy Box, man diesen Sinn, den sie hat, dass man Produkte ausprobieren kann, finde ich gut. Alle Produkte haben mich jetzt interessiert zum Ausprobieren, sind aber keine Nachkaufprodukte für mich, das muss ich ganz klar sagen. Aber an sich fand ich es ganz gut, auch wenn ich jetzt L'Oreal nicht so zu Luxusmarken zähle. Trotzdem von dem Preis her natürlich ganz ist okay. Und ich denke, wenn man auch alles zusammenrechnet, dann hat sich der Preis der Glossy Box auch gelohnt, weil man alleine mit den Mascaras schon wahrscheinlich über 20 Euro oder 15 Euro kommt zusammen. Ich bin mir nicht sicher genau, wie viel sie kosten. Und ja, so, ich habe noch was vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich trage eine Tüte. Also Glossy Box veranstaltet wieder ein Gewinnspiel. Das verlinke ich euch hier unten. Da könnt ihr mitmachen. Dann müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse, ich glaube, euren Namen oder so angeben. Also ihr braucht keine Glossy Box. Ihr müsst kein Abonnent sein von der Glossy Box. Ihr könnt einfach mitmachen. Und es gibt jetzt die Glossy Box für den Mann. Und zwar wird die vierteljährlich, glaube ich, erscheinen. Und 15 Euro kosten, 6 Produkte enthalten und größere Größen haben. Also Full-Size oder annähernd Full-Size-Größen. Und ja, da würde mich interessieren, wie ihr das findet. Also Glossy Box für den Mann. Ich meine, ich habe ja irgendwie so 5-8% männliche Zuschauer. Würdet ihr euch sowas kaufen? Ich bin mir unsicher, weil ich wüsste jetzt irgendwie niemanden. Ich finde es schon teuer, 15 Euro und. Ja, ich weiß nicht. Wollte ich jetzt nur mal sagen, damit ich nichts vergesse. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen. Tschüss!